So, hallo und herzlich willkommen am Fluss. Ich habe gerade Zeit für noch einen kleinen Beitrag, vergleichsweise klein. Worum geht's denn? Es geht um die Dreierregel des Survival, die da ganz kurz mal einfach genannt werden sollte, damit ihr wisst, wer das noch nie gehört hat, worum es geht. Die lautet, je nach Interpretation, 3 Sekunden ohne Aufmerksamkeit überlebst du. Dann 3 Minuten ohne Sauerstoff überlebst du. 3 Stunden ohne Wärme überlebst du. 3 Tage ohne Wasser überlebst du. 3 Wochen oder Monate, je nachdem, wen man fragt. Ich sage Monate. Die logische Reihenfolge in dieser Auflistung von Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen wäre ja dann schon, dass man 3 Wochen sagt. Ist aber meiner Meinung nach eben Käse, weil 3 Wochen völlig lächerlich ist. Da kann kein Mensch verhungern, also fast keiner, bis auf Leute, die da sowieso schon am Rande dessen kratzen. Aufgrund von irgendwelchen Essstörungen zum Beispiel oder aufgrund von persönlicher Veranlagung, weil man halt einfach dazu neigt, ein sehr dünner Mensch zu sein. Das ist ja dann grundsätzlich nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Im Gegenteil, hat ja viele Vorteile, häufig sehr gesund. Aber ja, dann ist vielleicht tatsächlich eher 3 Wochen richtig. Aber für alle anderen, die nicht wirklich sehr, 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 sehr dünn sind, ist es eher 3 Monate. Korrekterweise sind es, glaube ich, 62 Tage Durchschnittswert, rein physiologisch, bis man, vorausgesetzt, man nimmt jede Menge Wasser und ein gewisses Maß an zumindest Mineralstoffen zu sich, was nicht weiter schwierig ist, weil die im Wasser meistens gelöst sind, dann ist es eher 62 Tage, beziehungsweise für jeden, der eben ein bisschen dicker ist als normalgewichtig, dann locker auch eben 3 Monate. Ja? So, und das werde ich dann alles noch weiter ausführen. Fangen wir mal bei der Intention der ganzen Regel an. Die Idee ist, diese grobe Auflistung zu haben, damit man A, jemandem schnell einen guten Survival-Tipp mit auf den Weg geben kann, weil man nicht immer in der Lage ist, sozusagen, ach, du gehst nach Alaska, ja, dann beachte Folgendes und dann einen 7-Stunden-Vortrag runterreiert, was man alles beachten muss, wenn man in Alaska nicht sterben möchte, wenn man sich da in der Wildnis aufhält. Das ist häufig halt unpraktikabel, weil derjenige, dem man das erzählt, hat vielleicht keine 7 Stunden Zeit. Da kann man also stattdessen, wenn man sich unbeliebt machen möchte, dem einfach mal kurz die blöde Dreierregel vorbeten. Also die blöde Dreierregel kann schon sehr nützlich sein. Ne? Also ich finde es halt sehr verkürzt. Deswegen mache ich jetzt dieses Video. Ich finde aber alles, was innerhalb von 30 Sekunden zu erklären ist, meistens verkürzt. Überraschung. Naja, wie auch immer, jedenfalls ist das dann eben eine Möglichkeit, so einen kurzen Survival-Tipp rauszuhauen. Ja, die kann man auch auf ein T-Shirt schreiben, die kann man auf einen winzig kleinen Zettel schreiben und in irgendein Survival-Kit, das man verhökern möchte, reinpacken. Das Ding kann man wirklich nahezu überall anbringen. Und das Schöne ist, so ganz falsch ist das Teil nicht. Und es hilft mehr oder weniger überall bei jeder erdenklichen Survival-Situation, in jeder erdenklichen Klimazone, in der sich der zu Überlebende befindet, ist das eine grobe Orientierung, die hilfreich sein kann. So, erstmal. Zweitens ist die ganze Regel dann auch wiederum simpel genug, dass sie jeder verstehen sollte. Ja, das kann man ja auch nicht voraussetzen, dass man jetzt irgendwelche physiologischen Grundlagen des Überlebens und des Hungerstoffwechsels erklärt und dann versteht das jeder. Gibt es durchaus vielleicht Leute, die das erstmal nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder gar keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. De facto wissen sie dann nicht Bescheid. Und dann ist es natürlich besser, wenn man denen ein einfaches Tool in Anführungszeichen an die Hand gibt, damit sie wenigstens irgendwas zu dem Thema sozusagen verstanden oder gelernt haben. Also das ist auch nochmal ein großer Vorteil, eben die Simplexität. So, und selbst wenn man dann jemand ist, der in der Lage ist, komplexe Sachverhalte durchaus zu erfassen, zu verstehen und sich zu merken, dann kann es auch von großem Vorteil sein, dass man dann für eine Notsituation, in der man möglicherweise in Panik gerät, sich dieses Mantra quasi auswendig gelernt hat, das runterbeten kann im Schlaf, also wenn du aus dem Bett gekickt wirst und mit einem Eimer Wasser übergossen, dann kannst du trotzdem noch eben die Dreierregel des Survival runterbeten im besten Fall und kannst dich dann auch möglicherweise dran herhalten. Ne? Also heißt, du stürzt mit dem Flugzeug im Himalaya ab,
egal wie realistisch das jetzt ist, und krabbelst aus dem Wrack und bist wie durch ein Wunder unverletzt, was sehr unrealistisch ist, aber dann fällt dir hoffentlich just in dem Moment, wo du jetzt Angst kriegst, oh, das ist jetzt alles nicht so gut, dann fällt dir ein, oh, Moment, ich muss jetzt 3 Sekunden, darf nicht länger als 3 Sekunden unaufmerksam sein, brauche jetzt zuallererst mal Sauerstoff, hab ich, check. Jetzt muss ich gucken, dass ich 3 Stunden lang nicht erfriere, beziehungsweise gucke, dass ich mich warm halte, weil erfrieren geht ziemlich schnell, weil ich hier gerade im Himalaya, meinetwegen im Winter oder alternativ auf 6000 Meter Höhe oder sonst wo abgestürzt bin. Und das wäre jetzt so meine erste Priorität, mich mal darum zu kümmern, dass ich jetzt irgendwelchen rumliegenden Leichen gegebenenfalls, jetzt machen wir kein Spielchen draus, das wäre ja theoretisch möglich, wenn man durch irgendeinen Zufall einen Flugzeugabsturz überlebt, denen dann halt Klamotten ausziehen, selber anziehen, zusätzliche Isolation schaffen, erstmal gut warm angezogen sein, damit man eben diese Periode von 3 Stunden bis zum völligen Unterkühlen und zum Tod, je nach Temperatur natürlich, eben noch leichter hinauszögern kann. Ne? Also da ist diese Regel dann jetzt schon ganz sinnvoll gewesen. Wir wissen, wenn ich jetzt nicht aufmerksam bin, bin ich sowieso gleich tot. Wenn ich die Luft 3 Minuten anhalte, dann habe ich auch ein Problem. Warum auch immer man das tun sollte in dieser Situation. Aber das wäre natürlich interessant, wenn man jetzt mit dem Flugzeug unter Wasser gelandet wäre. Dann muss man sich klar machen, okay, jetzt erstmal keine Panik kriegen und zweitens Luft anhalten. Beziehungsweise beim Versuch hochzuschwimmen oder was auch immer da dann für Sachen eine Rolle spielen sollten. Ich halte Szenarien, in denen die 3 Minuten ohne Luftregel relevant wird, für ohnehin nur sehr schwierig überlebbar oder sehr einfach überlebbar, beziehungsweise relativ eindeutig, was da dann zu tun ist, wenn man keine Luft mehr hat. Ja, aber trotzdem ist es ja ganz lustig, dass es da mal in der Regel drin steht. Und aber jetzt in unserem Himalaya-Beispiel wüssten wir jetzt, dass wir uns als allererstes mal um die Aufrechterhaltung unserer Körpertemperatur kümmern müssen und nicht als allererstes losgehen und Schokoriegel sammeln, die irgendwo aus dem Cateringwagen vom Flugzeug gefallen sind. Ja? Und die nächste Regel wäre dann eben 3 Tage ohne Wasser. Das heißt zunächst mal sämtliche Wasservorräte, die wir da irgendwo kriegen können, zusammensammeln. Dann gegebenenfalls, da ja Wärme auch irgendwann mal langfristig ein Thema wird, vielleicht irgendwelches Brennmaterial zusammensammeln, um ein Feuer machen zu können. Irgendwelches Zeug vom Flugzeug, das halt brennbar ist. So viel Brennbares gibt es in den meisten Flugzeugen gar nicht. Wäre also durchaus eine Herausforderung. Vielleicht Pappkartons aus dem Frachtraum, wenn man sowas finden kann. Sowas in die Richtung. Gegebenenfalls kann man auch Kartoffelchips anzünden, aber die würde man immer wahrscheinlich eher als Nahrung behalten wollen. Es kommt aber darauf an, wie kalt es ist, weil dich die Kälte ja eher tötet, als dich Nahrungsmangel tötet. Das bedeutet, wenn du davon ausgehen kannst, dass dein Flugzeug jetzt nicht verschollen im Bermuda-Dreieck war, sondern irgendwo auf dem GPS hinterlassen hat, wo es jetzt gerade abgestürzt ist, was ja in 99,9% aller abgestürzter Flugzeuge der Fall ist, zumindest heutzutage, darf man davon ausgehen, dass das funktioniert. Dann wäre es eher ein Thema, tatsächlich Kartoffelchips anzuzünden. Und da für sowas ist die Dreierregel da, ja, dass du deine Prioritäten richtig setzt. Du musst nicht Vorräte für ewig viele Monate horten, weil du garantiert oder zumindest davon ausgehen darfst, dass die Chancen, dass du demnächst abgeholt und gerettet wirst, relativ hoch stehen in so einem Szenario. Ja? Und dann ist es erstmal wichtig, sich wirklich um das Zeug zu kümmern, was einen schneller umbringt, anstatt um das zu kümmern, was einen nur sehr, sehr langsam umbringt. Das heißt, allenfalls wird dieses Flugzeugszenario, wo man mit baldiger Rettung rechnen darf, innerhalb von 48 Stunden, je nachdem, wie schlecht das Wetter ist, wie lange man braucht, um dann dahin zu kommen, meinetwegen auch 72 Stunden, dann wird Wasser relevant. Ne? 3 Tage ohne Wasser. Wasser wird in jedem Fall relevant, weil meiner Meinung nach 3 Tage, je nachdem, wo man sich befindet, schon ziemlich sportlich sind. Und von diesen 3 Tagen kannst du vielleicht noch einen Tag vernünftige Entscheidungen treffen und die anderen 2 Tage, die du dann noch hast, liegst du als verwirrter, halluzinierender Heini in der Ecke rum und bist gar nicht mehr in der Lage, mit den anderen 2 Tagen was anzufangen, in vielen, vielen Fällen. Das darf man nämlich nicht vergessen bei Dehydration, doch, so heißt es, danke. da muss man immer beachten, ne? Das ist, ja, man kann theoretisch 3 Tage, man kann theoretisch auch 6 Tage ohne Wasser überleben, je nachdem in welcher Klimazone, je nach Temperatur, je nach Höhe, je höher, desto dringender muss man was trinken. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir auf 6000 Metern abgestürzt
gestürzt sind, dann wäre Trinken durchaus eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, und zwar wirklich schon nach einem Tag, Minimum, wahrscheinlich noch deutlich früher, als einfach nur nach, ja eben zu gucken, dass auch ich habe jetzt 3 Tage lang eine gute Zeit und dann sollte ich mich nur langsam mal um Wasser kümmern. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber es ist schon richtig, dass einen Kälte vorher umbringt, als einen Wassermangel, wenn man in eine Extremsituation reingelangt, umbringen kann, sofern dann Kälte überhaupt vorhanden ist. Ne, bist du im tropischen Dschungel abgestürzt, dann wird Kälte jetzt erstmal überhaupt kein großes, also kein großes, vielleicht schon ein kleines bisschen irgendwann mal eine Rolle spielen, ja. Und es wird unangenehm möglicherweise des Nachts ohne eine Kuscheldecke und sowas in die Richtung, ja, keine Frage. Aber umbringen tut dich Kälte im Dschungel tendenziell erstmal nicht, da dann viel eher und schneller dann der Wasserverlust, weil es da halt nun mal ziemlich heiß ist. Andererseits sollte da Wasser auch in irgendeiner Notform irgendwie beizukriegen sein und so weiter und so fort. Ja, und je nachdem, wie dringend es mit dem Wasser ist, kann man dann mehr oder weniger Wasseraufbereitung auch ignorieren. Wenn du wirklich so dringend was zu trinken brauchst, dass du ohne was zu trinken einfach stirbst, dann kannst du auch Dreckwasser saufen. Da ist es immer noch besser, als sofort den Löffel abzugeben. So in diese Richtung geht das dann. Ne? Wenn das hingegen gerade nicht ganz so akut ist, dann hat man ja vielleicht noch Zeit und Muße und Energie, sich um die Aufbereitung seines Wassers möglicherweise zu kümmern. In unserem Flugzeugszenario liegen bestimmt noch irgendwelche Wasserfläschchen irgendwo rum, in der Hoffnung, dass nicht alle, die für den Flug gedacht waren, bereits an sämtliche Passagiere verteilt worden sind. Aber normalerweise haben die immer noch ein bisschen was auf Reserve. So, habe ich mir sagen lassen. Ja, und jetzt kommen wir dann halt eben zum Elefant im Raum. 3 Wochen bzw. 3 Monate ohne Nahrung. Das ist ein extra Kapitel, da würde ich dann gleich nochmal drauf eingehen. Aber jedenfalls muss klar sein, die Reihung der Dreierregel, die ist das Entscheidende, dass man eben nach der Reihung vorgeht. Ob das jetzt 3 Wochen oder 3 Monate sind, ist letzten Endes vollkommen wurscht für den praktischen Nutzen dieser Regel. Ja, also sie soll dir in der Panik einen Fahrplan bieten, in welcher Reihenfolge du jetzt bitte vorgehen sollst, und soll dir, wenn dann richtig gemerkt und richtig zitiert, auch klar machen, dass der dümmste Fehler, den du machen kannst, wirklich die Aufmerksamkeit fahren zu lassen und eben völlig in Panik zu geraten und eben nicht mehr so richtig kontrolliert das zu tun, was man so tun sollte. Panik kann hilfreich sein, das ist ja ein Signal unseres Körpers, alle Energiereserven zu mobilisieren, Kopf möglicherweise nicht mehr ganz so sehr die Kontrolle übernehmen zu lassen, weil das auch schlecht sein kann, wenn du erstmal dastehst und überlegst, wenn der Tiger auf dich zustürmt. Wegrennen bringt da auch natürlich nichts, weil der Tiger viel schneller ist, aber theoretisch könnte man es versuchen und unsere körpereigene Reaktion mit Panik und Adrenalin und allem Pipapo wird vermutlich auch genau das naheliegen, dass wir halt dann doch wegrennen, wenn der Tiger auf uns zustürmt, auch wenn uns das technisch gesehen wahrscheinlich in den seltensten Fällen was bringt. Möglicherweise entwickelst du auch sagenhafte Kräfte, um irgendein schweres Metallteil, das auf dich draufgefallen ist, bei besagtem Flugzeugabsturz hochzuheben. Oder du willst jemand anderen darunter hervorholen und entwickelst dann kurzfristig sagenhafte Kräfte, um was hochzuheben, was man normalerweise dir gar nicht zutrauen würde. Da gab es immer mal wieder Fälle, dass dann halt in einer absoluten Extremsituation Energiereserven aktiviert werden können von unserem Körper, die man uns so gar nicht zutrauen würde. Das ist so ähnlich wie wenn man mal versucht, einen Epileptiker ruhig zu halten. Da hatte ich zwar noch nie das Vergnügen, kenne aber genügend Leute, die das Vergnügen, ja, also es ist natürlich kein Vergnügen, die in so einer Situation mal gewesen sind. Und das sind zum Teil selbst Kinder in der Lage, enorme Kräfte bei diesen Krampfanfällen zu entwickeln, dass man da mehrere Erwachsene braucht, um die stillzuhalten, damit sie sich halt eben nicht verletzen, im krassesten Fall. Ja? Also das nur so als Beispiele, zu was unser Körper in Extremsituationen tendenziell fähig ist, weshalb es diese Panik und eben diese Mobilisierung aller Energiereserven für einen kurzen Moment der Höchstleistung überhaupt gibt in unserer DNA, beziehungsweise in, ja, unser Körper diese Option zur Verfügung stellt. Oder dann halt, dass man vielleicht eventuell ja doch dem Tiger weglaufen kann, weil man dann in diesem einen Moment schneller läuft, als man jemals zuvor gelaufen ist. Oder alternativ, da gibt es ja den schönen Spruch, ich muss nicht schneller sein als der Tiger, ich muss nur schneller als der langsamste der anderen sein, die auch vor ihm wegrennen. Ja? Ja, das wäre dann eben, je nachdem, wer da noch mitrennt, auch eine Option, wenn das alles Leute sind, die man nicht möchte, dass sie vom Tiger gefressen werden, dann kann man sich natürlich dem Tiger auch ins Maul werfen, um die anderen zu retten. Soll auch schon vorgekommen sein. Das
Klingt jetzt bescheuert, aber ja, das ist schon vorgekommen. Ne? Also ist vielleicht nicht unbedingt mit dem Tiger sich ins Maul werfen, aber dass man sich selbst opfert, um andere zu retten, ist natürlich ein außerordentlich heroischer Akt, der dann hoffentlich in die Geschichtsbücher eingeht. Aber ja, ist schon vorgekommen, ne? Wie wir wissen. Zur groben Anwendbarkeit. Also diese Regel ist selten von der Prioritätenliste her, ne? Ob das jeweils die drei Minuten und drei Stunden und so weiter und so fort jeweils stimmt, ne? Das werden wir im Einzelnen noch durchgehen. Aber Sinn und Zweck der Veranstaltung ist wirklich einfach eine grobe Richtschnur zu haben, an der man sich in einer Extremsituation orientieren kann. Wenn man gerade eben droht, in Panik zu geraten und so weiter und so fort, dann muss einem das wieder einfallen und dann kann man sich daran halten und dann macht man zumindest mal keine allzu groben Schnitzer, wenn man sich daran orientiert. 3 Sekunden ohne Aufmerksamkeit. Ja, prinzipiell reicht 1 Sekunde ohne Aufmerksamkeit schon, dass man sich schwer verletzen kann oder dass irgendwas Blödes passiert, dass man mit seinem Feuer irgendwas anzündet, was man gar nicht hätte anzünden wollen. Das, im Grunde könnte man hier auch 1 Sekunde sagen. Das macht keinen nennenswerten Unterschied. 3 Sekunden ist halt im Rahmen dieser Dreierregel dann die angegebene Zeitspanne. Finde ich sehr, sehr wichtig, wird häufig nicht mitzitiert, ist aber halt eben eine der häufigsten Ursachen für Versagen in einer Survival-Situation, dass man einfach aufgrund von Unaufmerksamkeit einen kleinen Unfall produziert, sich dumm verletzt, dann eben nicht die Möglichkeit hat, sich wieder entsprechend zu verarzten. Und dann war es das. Ne? Also Verletzungen, solange man das überhaupt das Glück hat, aus irgendwelchen Gründen unverletzt in ein solches Extremszenario geraten zu sein, sind das Letzte, was man brauchen kann. Und deswegen ist aufmerksames Bewegen, wann immer irgendwann man was tut, was anderes ist als rumliegen und nichts tun, ja, dann sollte man das wirklich mit voller Aufmerksamkeit und Konzentration tun. Nicht über die besten Rezepte für Erbsensuppe nachdenken, während man Holz hackt, sondern wenn man Holz hackt, dann hackt man Holz. Ja, dann konzentriert man sich auch wirklich auf das Holzhacken. Eine Verletzung wäre hier fatal. So. Ja, also so viel zu der Aufmerksamkeitsgeschichte. So, dann kommen wir zum Punkt mit den 3 Minuten ohne Sauerstoff. Also ich kann keine 3 Minuten die Luft anhalten. Ich würde mal sagen, das probieren wir aus, weil auf die Minute, die ich das vermutlich schaffe, kommt sie ja auch nicht an. So, ja, also viel länger wäre auch nicht drin gewesen, vielleicht noch ein paar Sekunden, aber spontan mal eben so, ja, ohne vorher Atemübungen gemacht zu haben, wie man das vielleicht macht, wenn man wirklich vorhat, jetzt mal ein Stückchen zu tauchen im Schwimmbad, im Fluss oder sonst wo, ohne jegliche Vorbereitung. Ich schaffe, ohne das jetzt besonders trainiert zu haben oder da jemals ein besonderes Talent für besessen zu haben, ungefähr 1 Minute. Ne? 3 Minuten ist für mich völlig utopisch. Nach 1,5 bin ich völlig weg. Und das ist jetzt auch gewesen, eben ohne jegliche Bewegung. Ohne Schwimmen zum Beispiel, um an die Oberfläche zu kommen und so weiter und so fort. Daher ist er natürlich deutlich weniger aus und kann nicht behaupten, dass ich daher 3 Minuten für realistisch halte. Wo kommt das her? Vermutlich aus dieser Regel, dass das Hirn maximal 3 Minuten ohne Sauerstoff sein darf. Bei länger als 3 Minuten ohne Sauerstoff könnten auch 2 Minuten gewesen sein. 2 Minuten wäre sowieso in jedem Fall immer besser bei Geschichten mit Hirn ohne Sauerstoff. Ja, und danach hast du bleibende Hirnschäden. Sollte es dann jemandem gelingen, dich zu reanimieren, dass da jemand mit dem Defibrillator um die Ecke kommt und bzzzt macht und dann geht's dir wieder gut. Übrigens nicht durch Herzdruckmassage. Ne? Also wer zu viel Hollywood geguckt hat, niemand, dem man eine Herzdruckmassage verpasst, wacht wieder auf. Oh, da bin ich wieder, alles gut. Ja, niemand. Das ist unmöglich. So, wie dem auch sei, jedenfalls, selbst wenn das klappen sollte, wenn dein Hirn länger als jetzt, sagen wir einfach mal, 3 Minuten ohne Sauerstoff gewesen bist, bist du hinterher wahrscheinlich ein Zombie, also quasi hirntot. Kannst dich freuen, wenn du noch selbstständig schlucken kannst und kauen kannst, aber viel mehr wird da nicht drin sein. Dein persönliches Opus Magnum zum Lebensabend schreiben wirst du dann wahrscheinlich jedenfalls nicht mehr. Außer es besteht aus
und das immer so weiter. Oder irgendwas anderes, was entsteht, wenn du mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen bist. Ich sage das absichtlich böse, weil ich klar machen möchte, dass wir verflucht nochmal wirklich verhindern sollten. Es ist nämlich nicht lustig, wenn ja, dass unser Hirn irgendwie 3 Minuten ohne Sauerstoff auskommen muss. Wirklich keine gute Idee. Natürlich ist Luft anhalten das eine, da ist ja noch Sauerstoff im Körper, der wird ein Stück weit auch ins Hirn transferiert und die Atmung kann deutlich länger als 3 Minuten weg sein und trotzdem ist das mit der Sauerstoffversorgung fürs Gehirn noch eine Zeit lang gewährleistet. Nichtsdestotrotz muss man ihn ausprobieren, wäre extrem ungesund. Gut. Und dann kommen wir zu den 3 Stunden ohne Wärme. Naja, Kälte, das kommt immer sehr stark darauf an, A, wie stark ist die Kälte, B, was ist die Ausgangssituation, sind wir gerade nass, sind wir gar im Wasser, weil letzteres hält man auch so 2, 3, 4 Minuten maximal aus, zum Beispiel wenn man irgendwie ins Eismeer geplumpst ist oder solche Späße und da jetzt versucht, da rauszuschwimmen, da ist es auch völlig egal, was du an Klamotten anhast, solange es jetzt nicht ein Trockenanzug ist, also ein Neoprenanzug, in den kein Wasser eindringt, hat man eigentlich wirklich nur, auch wieder nur ein paar Minuten Zeit, bis man da ausgekühlt ist. Das Wasser leitet bekanntermaßen Temperatur sehr, sehr gut und leitet sie in diesem Fall dann von unserem Körper weg, beziehungsweise unsere Körpertemperatur versucht, den ganzen Ozean aufzuwärmen. Da der ganze Ozean nicht aufgewärmt werden kann, weil da ein 37 Grad heißes Männlein reingefallen ist, wird man diesen Kampf verlieren und wirklich innerhalb von wenigen Minuten auskühlen. Dann wird man müde, dann hat man vielleicht gegebenenfalls so gar nicht den allerschlimmsten Tod, den man sich so vorstellen kann, weil man mehr oder weniger wegpennt, bevor man fast ertrinkt. Soll schon vorgekommen sein. Es sei denn, es schwimmt irgendwo eine Tür rum, auf die man sich retten kann oder gerettet wird. Und dann muss man Jack schreien, während der untergeht, weil auf der Tür nämlich auch Platz für 2 gewesen wäre. Wissen wir alle, ne? Egal, jedenfalls, das geht ziemlich flott. Ja, das muss man an dieser Stelle anmerken. Deutlich länger kann es halt dauern, wenn es wirklich nur geringfügige tödliche Temperaturen sind. Grundsätzlich ist Erfrieren so ab einstelligen Temperaturen möglich. Theoretisch auch ab niedrigen zweistelligen Temperaturen, wenn man sich ganz, ganz blöd anstellt und zum Beispiel jede Menge Alkohol gesoffen hat oder eine sonstige Krankheit oder sehr schlechte Ausgangsbedingungen herrschen. Aber es dauert entsprechend lange, länger, je höher die Temperatur ist und je kälter es ist, desto schneller geht's. Daher 3 Stunden ist wirklich so ein ganz grober Richtwert. Der kann mal stimmen, der kann mal völlig falsch sein, der kann auch mal nie eintreffen. Wie gesagt, wenn die Temperaturen ein Erfrieren gar nicht hergeben, dann ist das Käse. Was man generell wissen sollte, auch bei sehr niedrigen Temperaturen kann man erheblich länger als 3 Stunden auch mit wenig Klamotten überdauern, wenn man sich bewegt. Dann musst du einfach deine Wärme halt erzeugen, sehr viel Energie verbrauchen. Und hier ist jetzt wieder die Dreierregel eben sehr, sehr praktisch in der Anwendung, weil Energie verbrauchen wird dir dann irgendwann beim letzten Punkt in der Liste, beim Verhungern, zum Verhängnis, dass du, wenn du jetzt viel Energie verbrauchst, wirst du schneller verhungern. Wenn du aber nicht viel Energie verbrauchst, dann bringt dich die Kälteregel um. Ja? Also immer erst das beseitigen, die Prioritäten so einrichten, dass man sich um das kümmert. Das hatten wir ja auch schon mit dem Kartoffelchips, die man lieber anzündet, anstatt sie zu essen. Ja? Immer erst das beseitigen, was dich zuerst umbringt. Ja? Und das bedeutet dann in dem Fall bewegen, bewegen, bewegen. Da kann man wirklich sehr, sehr lange zur Not überstehen, solange man noch in der Lage ist, sich zu bewegen. Es soll auch schon Fälle gegeben haben, wo jemand wirklich durch Bewegung 24 Stunden lang oder teilweise sogar noch länger nicht erfroren ist, was er sonst wäre. Es muss ja noch nicht mal besonders extreme Bewegung sein. Im besten Fall macht man so wenig, dass man nicht sehr, sehr, sehr stark friert und macht nicht so viel, dass man anfängt zu schwitzen, weil das wäre natürlich ganz fatal, dann ist man außerdem zusätzlich noch nass, hat jetzt noch nasse Kleidung, wenn man die vorher nicht hatte. Wäre eine ganz, ganz blöde Idee und wäre schlicht und ergreifend auch Energieverschwendung, weil man ja noch nicht genau weiß, wie lange man denn diesen Zustand der Bewegung zum Nicht-Erfrieren aufrechterhalten muss, bis man möglicherweise gerettet wird. Wenn man nicht gerettet wird, ja gut, dann ist es halt irgendwann sowieso egal. Ne?
Oder es fällt einem möglicherweise in der Bewegung sogar was ein, wofür man die Bewegung sinnvoll nutzen kann. Das muss ja jetzt nicht nur Eierkartons von A nach B schleppen, um da einen möglichst schönen Turm draus zu bauen sein, sondern man könnte die Bewegungsenergie ja auch nutzen, um eben gerade irgendeinen Laubhaufen aufzuhäufen, in den man sich dann reinlegen kann für ein paar Stunden, bis man wieder ausgekühlt ist, dann wieder rumlaufen, bis man wieder warm ist, dann wieder reinlegen, bis man wieder ausgekühlt ist. Aber so kann man deutlich länger überdauern bzw. überleben, indem man zwischendurch mal wieder Energie regeneriert oder zumindest Energie spart und nicht die ganze Zeit in Bewegung sein muss. So, ne? Also so viel grob zur Geschichte mit der Wärme. Bei Wasser, ich hatte es ja schon angedeutet, normalerweise ist das erste Zeichen einer Dehydration, dass man Kopfschmerzen bekommt, also das erste physische Zeichen, zunächst mal trockener Mund und so weiter. Das ist ja noch alles nicht dramatisch, habe ich auch. Ich trinke mal einen Schluck. Aber spätestens bei Kopfschmerzen, da sollte man dann schon darauf achten, dass man jetzt dann demnächst mal was Flüssiges zu sich nimmt. Das tritt beim einen schneller ein, dann beim anderen weniger schnell. Tatsächlich diese angeblichen 3-4 Liter, die man vielleicht mal im Sportunterricht gelernt hat, die man täglich trinken muss. Das hängt halt sehr stark vom Typ ab, wie man mit Wasser umgeht. Es gibt Menschen, die trinken 2 Gläslein Wasser am Tag, kriegen dann von aller Welt zu hören, dass sie mehr trinken müssen. Aber sie schaffen das. Ja, das halten entsprechende Personen wirklich eine Zeit lang durch, ohne dass sie da leiden. Die kriegen keine Kopfschmerzen, die haben noch nicht mal einen besonders trockenen Mund. Die sind einfach gut, was den Wasserhaushalt angeht. Das spielt eine ganz große Rolle, wie da die persönliche Veranlagung ist. Ich persönlich würde sagen, ich brauche relativ viel zu trinken. Ich trinke auch 3 freiwillig meine 3 Liter am Tag. Ich kann auch mal gerne 4 trinken oder auch mal 5. Auch das kommt mal vor. Seltenst trinke ich mal nur 2, wenn ich wirklich es verpenne, und das rächt sich dann meistens daran, dass ich dann schon relativ bald dann auch Kopfschmerzen bekomme und dann offensichtlich mehr trinken müsste. Ja, also ganz stark persönliche Veranlagung, und die Temperatur spielt hier auch nochmal eine sehr, sehr große Rolle. In der Wüste kannst du locker 5, 6, 7 Liter am Tag trinken. Gibt auch Situationen, da trinkst du halt am besten 10. Und entsprechend hoch, wie der Wasserverbrauch ist, desto schneller bist du natürlich auch dehydriert, wenn das Wasser ausbleibt. Das heißt, in der Wüste kann man innerhalb von einem Tag vollständig verdursten, und man kann innerhalb von ein paar Stunden, da wäre dann also eher die 3-Stunden-Regel anzuwenden für den Wasserbedarf in der Wüste, kannst du schon in einen Halluzinationszustand verfallen, ne? Dass man irgendwelche Oasen sieht, die gar nicht da sind, oder anderes Zeug sieht, was gar nicht da ist. Das ist ja die Fata Morgana, die berühmte, die hat ja sogar einen eigenen Namen, ist aus der Wüste also durchaus bekannt. Natürlich ist eine Fata Morgana, so nach meinem Verständnis, vielleicht hat das auch jemand zufällig besser parat und mag es in die Kommentare schreiben, ist eine Kombi aus tatsächlichen Luftspiegelungen, die wirklich da sind, die einem nicht vorgegaukelt werden, dass man die sieht, sondern man sieht die wirklich, weil sie halt passieren, was eine optische Täuschung ist. Eben kann aber eben auch sein, dass man sich wirklich irgendwas einbildet, was nicht da ist, weil einem der Geist Streiche spielt und das Hirn nicht mehr ganz so arbeitet, wie es soll. Und das macht Dehydratation so gefährlich, weil eben man nach kürzester Zeit noch lange vorm Tod durch Wassermangel bereits anfängt, möglicherweise Halluzinationen zu haben. Und dann kann man seinem eigenen Urteil nicht mehr trauen. Und wenn dann niemand dabei ist, der einem genau sagt, was man tun soll, und man dem dann noch glaubt in seinem verwirrten Zustand, das kann nämlich auch sein, dass du dann denkst, der will dich umbringen, fressen, dich zwingen, ganz viele Videos von Knossi anzugucken oder sowas in die Richtung, dann sollte man tunlichst was trinken, ja, damit es dann zu solchen Situationen nicht kommt. Heißt, 3 Tage ist schon sehr, sehr optimistisch. So. Und deswegen, was haben wir jetzt bisher gehabt? 3 Sekunden, optimistisch. 3 Minuten, sehr optimistisch. 3 Stunden, ja okay, das ist, denke ich, in den meisten Fällen okay, außer du bist ins Eiswasser gefallen, dann wäre es auch extrem optimistisch bzw. unmöglich. 3 Tage ebenfalls sehr optimistisch, außer man ist eben in einem Szenario, wo wirklich Wasser wirklich das Letzte ist, was du quasi brauchst, weil du direkt neben dem Fluss gelandet bist, oder bei uns in Mitteleuropa ist zum Beispiel Wasser schon was, wo man sich dann irgendwann mal kümmern muss. Im Winter erst um die Kälte, in allen anderen Jahreszeiten vermutlich erstmal ums Wasser. Würde ich zumindest so machen. Na gut, kommt drauf an, wie warm halt die anderen Jahreszeiten gerade sind. Ist dann schwierig. Ja, also die Prioritäten richtig abzuschätzen, obwohl man die schöne Liste hat, kann im Einzelfall durchaus nicht ganz eindeutig sein. Gut,
So, und jetzt der Elefant im Raum, Essen. Ich habe ja gesagt, 3 Wochen halte ich für zu wenig. Tatsächlich ist es so, dass man, wenn man im Hungerstoffwechsel unterwegs ist und keine Nahrung mehr zu sich nimmt, pro Tag ungefähr 75 Gramm Proteine benötigt. Die kriegt man, indem man seine eigene Muskulatur sozusagen verdaut. Also man baut seine körpereigene Muskulatur ab und das mit etwa 75 Gramm Muskulaturverlust pro Tag. Das kann nach 14 Tagen Anpassung an das Hungern deutlich weniger sein. Dann sind es noch so ungefähr 30 Gramm Proteinverlust pro Tag, weil man dann mehr Energie aus dem Fett ziehen kann, weil man sich hoffentlich in der sogenannten Ketose befindet. Die Ketose ist eine andere Form von Stoffwechsel, so eine Art Notstoffwechsel, zumindest war es von unserem Körper ursprünglich mal so gedacht. Kann man so interpretieren, muss man nicht so interpretieren, das ist ein langes Thema, wo man dann Ernährungswissenschaftler sein sollte oder zum Beispiel sowas in die Richtung sein sollte oder Ernährungsmediziner oder irgendwie sowas, um sich damit genauer auszukennen. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber die Ketose ist ein alternativer Stoffwechselweg, in dem man weitestgehend von Fett lebt und Fett umbauen kann zu sogenannten Ketonkörpern, die dann wie Kohlenhydrate funktionieren im Grunde im Stoffwechselprozess und das Hirn mit Energie versorgen können, wofür es aus der normalen Ernährung, das heißt Kohlenhydrate sind verfügbar, Ernährung und ohnehin Nahrung ist verfügbar, Situation heraus, braucht das Hirn eine gewisse Menge Kohlenhydrate pro Tag. Und die können, wenn Kohlenhydrate fehlen, aus Eiweiß hergestellt werden, weshalb man dann eben relativ viel Muskulatur bzw. körpereigenes Protein abbauen muss, um das Hirn am Laufen zu halten. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert, dann hat man ein Problem, weil das Hirn dann eben auch nicht mehr ganz arbeitsfähig ist. Das heißt, man wird geistig vermutlich ziemlich träge und trifft dann auch wiederum dumme Entscheidungen, kann eben bis zur Halluzinationen und Ähnlichem führen. So, und neben den 75 Gramm Kohlenhydrate, zumindest für die ersten Tage, verbraucht man dann noch etwa 130 bis 160, je nach Situation und Mensch, reines Fett, also Neutralfett sogenanntes. Das kann zum Beispiel körpereigenes Fettgewebe eben ganz gut meistens sein. Da gibt es dann noch so ein paar kleine Umrechnungsfaktoren, die man da berücksichtigen kann. Aber rein vom Fett her werden die allermeisten Menschen, so sie dann eben wirklich nicht sehr, sehr dünn sind, verdammt lange überleben können. Also mindestens mal vom Fett her. Jetzt gehen wir mal davon aus, spaßeshalber, jemand wiegt 100 Kilo, weil da kann man schön mit rechnen, ne? Einfach nur als Rechenbeispiel, und hat einen Muskulaturanteil am Körpergewicht von 20%. Das ist bei einem Mann durchaus realistisch, auch wenn er nicht besonders viel Sport treibt, weil er muss dann 100 Kilo in der Gegend rumbewegen. Da reicht so ein bisschen Alltagsbewegung schon aus, dass ein Muskelanteil von 20% ziemlich realistisch ist. So, das heißt, das sind 20 Kilo. Wenn du da pro Tag 75 Gramm brauchst, kannst du dir ausrechnen, brauchst du in 10 Tagen 750 Gramm. Dann brauchst du entsprechend in 20 Tagen, also knapp 3 Wochen, 1,5 Kilo. Und das sind, Moment, von 7,5%, 7,5% deines Körpereiweißvorrates. So, und jetzt muss man wissen, wenn du spätestens, wenn du die Hälfte deines Körpereiweißvorrates verbraucht hast, also die Hälfte deiner Muskulatur sozusagen verdaut hast, dann bist du wahrscheinlich tot, weil das Herz ist leider auch ein Muskel und es wird nicht gleichmäßig von sämtlichen Muskeln das Protein mehr oder weniger verbraucht, also zumindest halbwegs gleichmäßig. Und dadurch, dass man dann eben den Herzmuskel irgendwann abbaut und der dann nicht mehr in der Lage ist, die erforderliche Leistung zu erbringen, bist du dann halt tot. Ja, das heißt, jemand mit 20% Körpermuskulatur kann 10 Kilo der Muskulatur verbrauchen, bis er spätestens stirbt. Bei Verbrauch von einem Drittel kann man auch schon sterben. Das wären dann also, wenn es jetzt ein Drittel wäre, hättest du so ungefähr 6 Kilo gut. Und nach den besagten 3 Wochen hast du 1,5 Kilo verbraucht. Das heißt, du kannst 4 mal 3 Wochen überleben. Und das sind dann 12, na? Und das sind 3 Monate. So, und darum sage ich eher 3 Monate als 3 Wochen. Aber, ja, ganz krasses, übrigens Fett ist normalerweise kein Problem, ne? Also jemand, der ein BMI ein bisschen über
dem gesunden Mittelmaß hat. Das sind sehr viele von uns. Der Durchschnittsdeutsche ist ein bisschen übergewichtig. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal vom Durchschnittsdeutschen aus. Ich im Übrigen auch, ne? Und dann hat man eigentlich im Regelfall, gerade wenn man relativ groß ist und dann noch einen höheren BMI hat, dann hast du wirklich sehr viel Fett, was du mit dir rumschleppst, das sehr viel Energie liefert. Und wenn du davon 150, sagen wir einfach mal 150 Gramm pro Tag verbrauchst, dann brauchst du für 10 Tage 1,5 Kilo und sagen wir mal, du hast 20, 30 Kilo Körperfett, die du mit dir rumschleppst, das ist durchaus realistisch und das kannst du vollständig aufbrauchen. Ja, das ist nicht, dass du da stirbst, wenn die Hälfte verbraucht ist, das wäre schlecht, oh ja, das wäre verdammt schlecht, könnte kein Mensch mehr abnehmen. Also wenn du 30 Kilo hast und brauchst für 10 Tage 1,5 Kilo und brauchst du für 20 Tage, kannst du 200 Tage rein vom Fettverbrauch her problemlos überleben, ne? Sofern dann die notwendige Proteinmasse gleichzeitig auch noch vorhanden ist. Übrigens, all diese Überlegungen rein theoretischer Art setzen voraus, dass man genug trinkt und eine gewisse Mineralstoffzufuhr aufrechterhält. Das heißt, immer wieder mal am Stein schlecken, das meine ich ernst, das langt normalerweise für ein Minimum bei Minimumstoff. Wechsel, den man da ja aufrechterhält, an Mineralien auch schon aus und dann müsste das möglich sein. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier am Fluss zusammenbreche und beschließe jetzt in den Hungerstreik zu treten, weil zu wenig Leute meine Videos gucken, na ganz so schlimm ist es ja dankenswerterweise noch nicht, dann würde ich hier vermutlich sowas um die 200 Tage durchaus durchhalten können, weil ich hier die ganze Zeit aus dem Fluss saufe. In der Hoffnung, dass der Trinkwasser Qualität hat. Ich habe das nie ausprobiert. So, Problem. Der Hungerstoffwechsel, der dann ja irgendwann zu noch geringeren Eiweißverbräuchen statt 75 nur 30 Gramm führt, sorgt gleichzeitig dafür, dass überall gespart wird, wo gespart werden kann. Das bedeutet, das Immunsystem fährt runter und häufig sterben Verhungernde dann schlicht und ergreifend an irgendwas anderes, weil sie sich dagegen nicht mehr wehren können. Kommt irgendein Keim vorbei, dann sind sie halt vorher tot, als sie eigentlich verhungert wären, weil halt eben keine Barriere gegen Keime mehr aufrechterhalten wird. Und da Verhungernde häufig auch nicht ganz alleine verhungern, reicht allein schon die Anwesenheit von anderen Menschen aus, dass sie sich bei dem mit irgendwas anstecken können. Oder man hat vielleicht noch irgendwelche Keime im Körper, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig besiegt sind vom Immunsystem. Und die breiten sich dann wieder aus, sobald dein Immunsystem runterfährt. Und. Ja? Also das kann alles viel eher passieren, weshalb dann eben tatsächlich ein paar hundert Tage, je nachdem wie dick man ist, Überlebensszenario beim Verhungern tatsächlich relativ unwahrscheinlich ist. Ja, wegen externer Faktoren. Aber rein vom Energiestoffwechsel her würde man das sehr, 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 sehr lange aushalten. Und dann sind diese 3 Monate, wie gesagt, eher realistisch als 3 Wochen. Also so schmal und dünn kann man fast nicht sein, dass man in 3 Wochen nichts tun verhungern würde. Denn das ist der nächste Knackpunkt. 3 Wochen ist schon nicht schlecht, wenn man davon ausgeht, wie lange bist du denn leistungsfähig ohne Nahrung. Wenn du dann nämlich, während du keine Nahrung mehr hast, nicht auf die Idee kommst, okay, ich weiß, ich werde hier voraussichtlich vom Tanker, der hier in 67 Tagen vorbeifährt, aufgesammelt. Der sieht mich dann schon, weil ich auf einer winzig kleinen Insel, die ungefähr so groß ist und eine einzige Palme besitzt, drauf sitze. Abgesehen davon, dass man dann verdurstet, aber egal. Da wird mich der Tanker schon sehen, der dann vorbeifährt. Und jetzt muss ich nur 77 Tage oder 67 Tage oder sucht euch was aus, nichts tun. Ja, in so einem Szenario kann man dann tatsächlich sagen, okay, dann mache ich das auch, dann tue ich jetzt wirklich nichts, dann liege ich jetzt hier rum und verhungere vor mich hin und hoffe, dass ich, bevor ich verhungert bin, entsprechend gerettet werde. Ein prominentes Beispiel, ich habe vergessen, wie er heißt, aber das Buch dazu nennt sich Solange ich atme, lebe ich oder hoffe ich, eins von beiden. Ich schreibe es euch unten hin. Ist schon relativ alt, da hat sich ein Wanderer im Himalaya ein bisschen, kann man sich streiten, inwiefern er sich blöd verhalten hat oder nicht, aber er hat sich jedenfalls etwas übernommen, wollte dann zurückgehen, dann kam aber eine Schneeverwehrung auf und dann ist er auf die Idee gekommen, unter einer Steinplatte so einen Überhang Schutz zu suchen und dort kurz auszuharren. Er hatte tatsächlich einen Schlafsack dabei, er hatte auch noch irgendwie einen Schokoriegel dabei, der ständig erwähnt wird, wobei der in der Geschichte kaum eine Rolle spielt, weil er hat dann gegessen und dann war der weg und dann war der Schokoriegel egal. Aber da hat er, glaube ich, 47 Tage oder sowas dann unter diesem Stein gelegen, wollte warten, bis der Schnee schmilzt. Oder hatte gehofft, dass vielleicht noch eine Rettungsexpedition kommt. Die kam dann auch und dann hat er das Ganze überlebt. Er war nach den 47 Tagen
Oh, Motorräder, ich hasse sie. Nicht mehr in der Lage, selbstständig irgendwo hinzugehen. Ja, also wirklich gar nicht. Er hat also zu viel Muskulatur bereits verbraucht gehabt. Da muss man sagen, dass das Verhungern in dieser Kälte, Himalaya-Winter, selbst mit Schlafsack, erheblich schneller vonstatten geht, als das eben jetzt zum Beispiel unter milden Sommertemperaturen, die wir jetzt gerade haben, der Fall gewesen wäre. Ja? Also das nur mal so als ein prominentes Beispiel. Allzu viel länger hätte der wahrscheinlich nicht durchgehalten, wenn man sich angeguckt hat, wie er danach ausgesehen hat. Gibt noch diverse andere Beispiele, na, irgendwelche Häftlinge, die in Hungerstreik treten und so weiter. Da muss man allerdings auch wieder sagen, die sind ja schon von ohnehin schon relativ schlechten Bedingungen in den Hungerstreik gestartet. Das werden keine super, super dicken Häftlinge gewesen sein, sondern schon Unterernährte voraussichtlich. Daher ist es da ganz schwierig, jetzt einen Wert für einen Durchschnittsmenschen rauszufinden. Und wenn man dann mal eben verschiedene Publikationen dazu sich durchliest, dann kommt man drauf, dass viele Ernährungsmenschen irgendwo zwischen 30 und 120 oder sogar noch deutlich mehr Tagen, je nachdem wie stark das Übergewicht dann halt jeweils gewesen ist, davon ausgehen, dass dann jemand tatsächlich verhungern kann. Aber unter 30 Tage kommt in der Literatur nirgendwo vor. Das ist sicher auch möglich, wenn jemand wirklich schon komplett mager in den Hungerzyklus sozusagen einsteigt. Aber ja, ne? Also, worauf ich hinaus möchte. Wollt ihr aktiv um euer Leben kämpfen, eure Hütte verbessern und eure Lebensbedingungen aktiv verbessern oder gar in der Lage sein, irgendwann, wenn der Schnee geschmolzen ist zum Beispiel oder wenn der Bergpass frei ist oder wenn das Schiff vorbeifährt, mit dem Floß dahin fahren oder was auch immer, eine Selbstrettungsaktion durchführen und zur Zivilisation zurückkehren und so weiter, dann habt ihr tatsächlich nur 3 Wochen. Ja? Aber da alle anderen Zahlen in der Dreierregel Extremwerte waren, die nur schwer zu erreichen sind unter vielen Bedingungen, halte ich nach wie vor 3 Monate für passender, weil man eben sehr wohl 3 Monate Zeit hat, wenn man sich frühzeitig in einem Survival-Szenario entschließt, okay, ich kann mich hier nicht selber retten, das schaffe ich niemals, dann penne ich jetzt 20 Stunden am Tag, so ich es dann schaffe, und lieg ansonsten nur rum und spare Energie auf Teufel, komm raus und hoffe, dass meine Energiereserven meines Körpers lange genug ausreichen, um hier rumzuliegen, bis ich eben gefunden werde. Ja, auch das ist eine mögliche Vorgehensweise und drum finde ich 3 Wochen falsch, weil jemand, der denkt, nach 3 Wochen ist er in jedem Fall verhungert, der hat diese Option dann gar nicht im Hinterkopf. Und das ist möglicherweise dann tödlich. Ja? Weil es ist ja schön, dass du dir ein tolles Shelter gebaut hast. Man kann natürlich auch einen Kompromiss machen, dass man eine Woche lang sich so gemütlich wie möglich macht und sich dann auf ein langes Hungerfasten und Warten auf Rettung einstellt. Das wäre natürlich viel, viel, viel sinnvoller, als irgendwo anzukommen und zu sagen, so und ab jetzt liege ich hier jetzt rum und warte, bis ich gerettet werde oder ich verhungere. Ja, das wäre völlig blöde. Ja, oder man kann sich eben, bevor man sagt, jetzt mache ich ein Hungerfasten, noch 800 Millionen Wasserflaschen, sofern man dann 800 Millionen Wasserflaschen irgendwo gefunden hat. Je nach Region der Welt ist das gar nicht so schwierig. Die werden regelmäßig angeschwemmt. Ne? Schon bereits hinstellen, damit man dann eben, während man hungert, nicht mehr so häufig los muss, um Wasser zu holen. Das kann man dann ja schon noch. Normalerweise ist eine schon lange hungernde Person zwar überhaupt nicht mehr leistungsfähig, im Sinne von, die läuft keinen Marathon mehr und die wandert auch keine 5 Kilometer, beziehungsweise vielleicht gerade noch so 5 Kilometer. Das ist dann aber das höchste der Gefühle. Und danach bist du völlig am Arsch und kriegst gar nichts mehr auf die Reihe. Ja? Höchstens eher 3, vielleicht 2, vielleicht 1. Aber wenn es nur darum geht, einmal täglich oder 3, 4, 5 Mal täglich diese Entfernung bis zum Bach zurückzulegen zum Beispiel, das kannst du auch noch im verhungernden Zustand, sollte man in der Lage sein, beziehungsweise davon ausgehen, dass man das noch gerade so hinbekommt. Das braucht dann natürlich auch wieder zusätzliche Energie und so weiter und so weiter und so weiter. So, und an dieser Stelle führt das jetzt, glaube ich, auch alles weitestgehend sonst zu weit. Hab, glaube ich, im Großen und Ganzen alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ihr wisst jetzt hoffentlich, was die Idee der Dreierregel ist, also die Prioritäten des Überlebens richtig einschätzen, das Ding immer griffbereit im Hirn zu haben und bei Panik eben auch noch darauf zurückgreifen zu können, dass es eben diese lustige Dreierregel gibt. Im Einzelfall werden dann weitergehendes Überlegen und das Entwickeln einer vernünftigen Strategie dann trotzdem sehr, 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 sehr wichtig.
Und der letzte Satz der Dreierregel sollte halt meiner Meinung nach nicht ausschließlich 3 Wochen heißen, sondern vielleicht 3 Wochen bis 3 Monate, 3 Wochen bei körperlicher Aktivität, 3 Monate bei Rumsitzen und auf Rettung warten. Einfach damit man weiß, dass Letzteres auch eine Option ist. So, das wär's. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.